Hallo und herzlich willkommen zur Star Wars Battlefront Beta. Die ist mittlerweile seit einigen Tagen draußen. Viele von euch werden sie auch sicherlich schon gespielt haben. Wer nicht dazu kommt, die Beta zu spielen, sich das Ganze aber dennoch anschauen möchte, ist hier, glaube ich, genau richtig. Ich zeige euch heute, was genau in der Beta steckt, was die Entwickler uns bisher sehen lassen, was alles dazugehört und wie sich das alles so anfühlt. Wir haben nicht sehr viel Optionen, was das Gameplay angeht. Das liegt daran, dass es eine Beta ist natürlich. Und da sich das Ganze noch in Entwicklung befindet, können uns die Entwickler da nicht so viel zur Verfügung stellen. Was wir allerdings haben, sind zwei Multiplayer-Maps. Einmal die Drop Zone und einmal den Walker Assault. Das sind ganz normale Multiplayer-Schlachten, wie man das kennt. Die Drop Zone ist etwas kleiner gehalten, mehr auf so Team-Deathmatch-Größe. Der Walker Assault hingegen ist, wer Battlefield kennt, mehr sowas in die Richtung große Eroberungskarten, ein weitläufiges Gebiet. Und wir haben auch noch eine Survival-Map, die man entweder alleine oder mit einem Freund zusammen abschließen kann. Fangen wir also direkt an. Was steht uns zur Verfügung? Als erstes haben wir zum einen vier verschiedene Blaster. Alle haben ihre Stärken und Schwächen und ihre Schwerpunkte. Alle Blaster verfügen über ein Visier bis auf die DLT-19. Das macht vor allem den Fernkampf sehr interessant, da selbst eine Handfeuerwaffe wie die DH-17 auf lange Distanz doch sehr treffergenau sein kann. Die Waffen erspielen wir uns, indem wir Credits sammeln und müssen aber auch über ein gewisses Level verfügen. Ganz zu Anfang steht uns genau eine Waffe zur Verfügung, den Rest spielen wir uns frei. Das Maximallevel in der Beta beträgt übrigens Level 5. Außerdem besitzen wir eine sogenannte Hand. Das sind spezielle Gadgets, die mit Karten, oder die Hand wird mit Karten gefüllt. Unter anderem zwei Granaten, eine Sniper Rifle und ein Jetpack. Außerdem gibt es einen passiven Perk, der uns bei Headshot-Kills einen geringeren Cooldown verschafft. Und wir haben zwei spezielle Karten, einmal den Iron Shot und einmal das Personal Shield. Der Ionenschuss bewirkt, dass wir gegen gepanzerte Einheiten oder Droiden und Fahrzeuge wesentlich mehr Schaden anrichten für kurze Zeit. Und das Personal Shield, wie der Name schon sagt, gibt uns ein Schild, das sich mit uns bewegt. Jedoch können wir, während dieses Schild aktiviert ist, keine Feuerwaffen abfeuern, sondern bloß noch Granaten werfen oder zum Beispiel das Jetpack benutzen. Nach Release des Spiels wird es uns auch möglich sein, unseren Charakter zu individualisieren und ihn auf unseren Geschmack anzupassen. Das ist momentan in der Beta leider noch nicht möglich. My best landing. Nach einem kurzen, aber schönen Intro befinden wir uns auf dem Planeten Tatooine. Dies ist die Survival Map, die ihr wahlweise allein oder mit einem Freund zusammen bestreiten könnt. Hier kämpft ihr euch in mehreren Wellen durch Trooper und unter anderem auch AT-STs. Die Trooper treten in verschiedenen Formen auf, zum Beispiel haben wir noch Jump Trooper und Sniper, die uns das Leben schwer machen wollen. Die Rebellenarmee sendet uns während den Waves zwei Drops, die uns unterstützen sollen. Wir müssen diese Kapseln, die random auf der Map einschlagen, einnehmen und gegen die Trooper-Wellen verteidigen. Gelingt uns dies, bekommen wir kleine Power-Ups, wie zum Beispiel ein Schild oder eine Rakete, die uns sehr hilfreich gegen die ziemlich stark gepanzerten AT-STs werden können. Nun zur zweiten Multiplayer-Map, dem Walker Assault. Wir befinden uns in einem Belagerungskampf der Imperialen gegen die Rebellen. Diese Variante des Multiplayers ist eine wesentlich größere Karte als der Survival Mode oder die Drop Zone. Was ist das Ziel? Die Imperialen besitzen zwei große AT-ATs.
Diese müssen bis zum Ende der Karte vorrücken, ohne zerstört zu werden. Gelingt das, haben die Imperialen den Sieg in der Tasche und die Rebellen müssen nach Haus. Die Rebellen müssen also alles daran setzen, eben diese AT-ATs auszuschalten. Dazu können defensive Türme genutzt werden. Die verrichten zwar viel Schaden, erleiden aber auch genauso viel. Der Vormarsch der AT-ATs ist in drei Phasen unterteilt. Während jeder Phase müssen Uplinks von den Rebellen eingenommen und verteidigt werden. Bei aktivierten Uplink fliegen Y-Wing-Fighter regelmäßig Angriffe gegen die großen Walker, um diese zu schwächen. Logisch also, dass man auf den Seiten der Imperialen versucht, das Verteidigen der Uplinks so schwer wie nur irgend möglich zu gestalten. Am Ende jeder Phase sind die AT-ATs angreifbar, auch von normalen Feuerwaffen, also haltet in dieser Zeit drauf, was das Zeug hält. Auch in den eigenen Reihen kann man als Rebell für aktive Luftunterstützung sorgen. Auf dieser Map gibt es neben den normalen sammelbaren Power-Ups auch spezielle. Unter anderem eben ein Power-Up, das es einem ermöglicht, ans Steuer eines X-Wing-Fighters gelassen zu werden, um die Reihen der Imperialen zu dezimieren. Auch als solche hat man die Möglichkeit, Power-Ups aufzusammeln, die einen zum Beispiel einen TIE Fighter fliegen lassen oder kurzzeitig sogar Kontrolle über die AT-ATs gewähren. Wirklich ausgeglichen fühlt sich dies jedoch nicht an und die Imperialen sind zu 90% der Fälle meistens im Vorteil. Die besten Power-Ups sind jedoch die Hero-Picks. Wollt ihr schon immer mal als Darth Vader oder Luke Skywalker durch die Gegend rennen und ein bisschen Chaos stiften? Damit erfüllt ihr euren Traum. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt von Star Wars Battlefront liefern und ich hoffe, dass ihr euch das Spiel anschaut, denn es ist echt gut geworden, beziehungsweise das, was momentan verfügbar ist, ist richtig gut. Und ja, das war's soweit von mir. Ich verabschiede mich an der Stelle und wünsche euch viel Spaß mit Star Wars, falls ihr es noch spielen werdet. Möge die Macht mit euch sein. Macht's gut.